Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Gran Turismo 7, die besten Geldtricks in Gran Turismo 7. Und die präsentiere ich euch jetzt hier in diesem Video. Der erste Geldtrick ist in Europa und da gehen wir auf die Rennstrecke Le Mans. Und dann suchen wir uns dieses Rennen hier aus, World Touring Car 800, da gibt es die maximale Belohnung 550.000. Aber wenn ihr das Rennen fehlerfrei macht, dann gibt es noch mehr und zwar 825.000. Ja, super Preisgeld und das Ganze gewinnt ihr in ungefähr 30 Minuten. Beim zweiten Geldtrick geht es weiter nach Asien auf die Rennstrecke Tokyo Expressway und da suchen wir uns hier dieses Rennen aus. World Touring Car 600, maximale Belohnung 550.000. Aber wenn ihr dieses Rennen fehlerfrei absolviert, bekommt ihr hier 825.000, also auch schon ein Rennen, was sich auf jeden Fall lohnt, um sehr viel Geld hier in Gran Turismo 7 zu verdienen. Beim dritten Geldtrick geht es hier weiter nach Europa auf die Strecke Sardegna Strecke und dann suchen wir uns hier dieses Rennen aus, World Touring Car 800, maximale Belohnung 485.000. Aber wenn ihr dieses Rennen fehlerfrei hier auch absolviert, bekommt ihr 727.500. Ja, auch eine Menge Geld für Gran Turismo 7. Beim vierten Geldtrick geht es nach Europa auf die Rennstrecke Spa und da suchen wir uns hier dieses Rennen aus, World Touring Car 800. Hier ist die maximale Belohnung 1 Million. Aber wenn ihr das Rennen fehlerfrei macht, bekommt ihr in einer Stunde 1,5 Millionen. Und die Rennen, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, da bekommt ihr immer fehlerfrei, auch wenn ihr Fehler macht. Auf jeden Fall eine coole Sache. Der fünfte Geldtrick befindet sich in Europa auf der Strecke Sardegna Windmühlen. Jedes zweite Rennen, da bekommt man 52.000. Und wenn ihr das Rennen fehlerfrei absolviert, bekommt ihr hier in 4 Minuten 78.000. Ja, auch eine coole Sache, auf jeden Fall hier in Gran Turismo 7. Beim sechsten Geldtrick bleiben wir auf der Strecke Sardegna Windmühlen, aber wir machen das erste Rennen. Hier bekommt ihr für den ersten Platz 65.000. Ja, aber wenn ihr das Rennen fehlerfrei absolviert, winken hier 97.500 und das gerade mal in 6,5 Minuten. Beim siebten Geldtrick geht es nach Amerika auf die Rennstrecke Fisherman's Ranch und hier beim zweiten Rennen gewinnt ihr für den ersten Platz 42.000. Und wenn ihr das ganze Rennen fehlerfrei absolviert, in circa 3,5 Minuten, dann bekommt ihr hier 63.000. Beim achten Geldtrick geht es wieder nach Europa auf die Rennstrecke Alkes. Hier das dritte Rennen. Und da bekommt ihr für den ersten Platz 60.000. Und wenn ihr das ganze Rennen fehlerfrei absolviert, dann sind es 90.000, die ihr hier in 6 Minuten gewinnt. Ja, auf jeden Fall auch cool dieses Rennen in Gran Turismo 7. Beim neunten Geldtrick geht es auch wieder nach Europa auf die Rennstrecke Brands Hatch. Und hier dieses letzte Rennen. Da gibt es 81.000 und wenn ihr das ganze Rennen fehlerfrei absolviert, bekommt ihr
in ungefähr 8 Minuten 121.500 Credits. Und beim 10. und letzten Geldtrick in meinem Video geht's nach Asien. Hier zu diesem Rennen. Hier gewinnt ihr für den ersten Platz 42.000 Credits. Und wenn ihr das ganze Rennen fehlerfrei absolviert, in ungefähr 6,5 Minuten, bekommt ihr hier 63.000 Credits. Ich hoffe, liebe Leute, die Geldtricks haben euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Wenn ihr Interesse habt an weiteren Geldtricks, dann findet ihr diese auf meinem YouTube-Kanal in den Playlisten unter Geldtricks. Ich verlinke nochmal auch die komplette Playlist von den Geldtricks hier unter diesem Video. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch gerne draufklicken. Und ein Abo lohnt sich auf jeden Fall für meinen YouTube-Kanal. Hier dreht es sich alles um Gran Turismo 7, zum Beispiel auch Update-Informationen. Ich lade immer Videos hoch, wenn neue Updates rauskommen, neue Rennstrecken, neue Events, neue Autos. Komplett alles, was neu ist, erfahrt ihr hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch, wie gezeigt, Geldtricks, Autos kaufen. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr auch die komplette Kaffeekampagne und auch die Fahrschule, also die Lizenzen, alles auf Gold, Missionen auf Gold. Die komplette Streckenerfahrung in Gran Turismo 7, alles komplett auf Gold. Also wenn ihr da irgendwo Hilfe braucht, einfach in den Playlisten reinschauen. Dort findet ihr die jeweiligen Videos. Dann findet ihr des Weiteren auf meinem YouTube-Kanal komplett alle Events, die es hier gibt. Alle Meisterschaften, alles komplett. Des Weiteren gibt es auch noch Arcade-Rennen, Zeitrennen, Driftrennen, Benutzerrennen, Musikrallye, alles komplett auf Gold und Livestream-Rennen. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr doch gerne einen Daumen nach oben. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7.